Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Und ja, in der letzten Folge habt ihr gesehen, dass wir das nicht gepackt haben. Okay. Den dicken Mann da zu verfolgen. Das müssen wir jetzt ein bisschen besser machen. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren wir nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Die wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten, Ficker. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Noch nie gevögelt. Und vor seine Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch. Was geht? Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Warte mal. Ja, yeah, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck reicht es doch, wenn ich das doch mit den Kameras mache, ne? Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club bei Rack nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen hab, werde ich dich nicht vergessen. Aber oh Mensch, da habe ich mich selber so in Gefahr gebracht und es geht auch so. Das war zu subtil für mich. So, der Dicke kommt jetzt wahrscheinlich hier rüber. Klingt wie Jordi. Verdammt, was geht ab? Nichts, B. Wir spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber verfickt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Iraq anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Ist aber hat? Keiner rein, B. Die ganze Crew ist draußen, ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? Okay. Sprich. Hey, ich will 500 für die Info. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, B. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Irak nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Irak? Im Ernst? Irak ist ein verficktes Problem. Okay, okay, okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, das ist es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann! Wow, hey, hey, was machst du denn, Mann? Komm schon, Mann. Ich verrate dich nicht. Ich bin kein... Ah. Perfekt, Mann! Ob das jetzt richtig war? Rabbit will Irak beklauen. Wenn ihr das Feind seht, knallt ihn ab. Bin raus, wie's. Ihr macht das.
Ja, warte mal. Ja, weiter komme ich gar nicht. Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Briggs? Okay, bring mich erstmal hier raus, dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Das ist doch scheiße, Mann! Okay. Los, schnell! Oh, das wird aber schwierig. Bewegung. Okay. Ich will nicht sterben, Mann. Oh, fuck, ey, was soll ich? Ich weiß gerade nicht, was ich. Kann man die auch umnieten? Okay, das war also nicht machbar. Scheiße. Irak will Bedbug umbringen lassen. Ich muss sofort dahin und mich um diese Typen kümmern. Pause beendet. An die Arbeit. Okay, ich kann das ganze Gebiet hier gefahrlos verlassen. Aber ich bediene mich mal. Ah, oh, warte mal. Die Karre ist echt geil. Dieses Fußvolk bedeutet Irak nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat, wahrt Irak nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen, mit ihm angeben. Kein Job mit Tyrone. Mir ist auch schon aufgefallen, dass du irgendwelche Aufträge erfüllen sollst, aber die nicht machbar sind. Ne, wie gerade, ja, geleiten Sie ihn in die Freiheit. Dein Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, jammer, buhu. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir nochmal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte, ja. Weißt du was, das passt super. Ja, ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treffe dich dann da. Der Jordi. Nicht, dass der auch so ein linker Finger ist. Das kann natürlich gut sein, ne? Aber momentan habe ich noch Vertrauen in ihn. LOL. Ein Update zu unserem Bericht über den Ausbruch aus dem Chicago Correctional. Die Gefängnisleitung veröffentlichte Aufnahmen einer Überwachungskamera. Die Zuschauer werden gebeten, die Polizei zu informieren, falls dieser Mann gesichtet wird. Okay.
Wo ist denn das? Achso. Ja, für den Fall der Fälle. Na, kann er nicht rüber? Lol. Okay, let's go! Hey, was ist das? Komm rum, dann siehst du's. Leichen? Sag ich ja. Ich bring die Jungs mit. Lol. Ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die habe ich ja auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gedacht, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die zwei Sackraten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuner. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car, direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Audis hießen. Dann los. Ja, also, diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkarre. Aber das Ding machte nur Ding und prallt in eine andere Karre. Hier, halt mal. Super. Danke. Das hier hätte ich für dich. Eine Haftbombe. Hä? Sie haftet. Cool, oder? Hm. Also die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flennen. Total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45er und schieße ihnen ein paar Löcher in ihre Fettfressen. Also das habe ich. Du kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so. Ja. Genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Perfekt. Super. Ich brauche keine Proberunde. Na, lass mich erstmal ein Stück weg. Fuck. Irgendwie geil. Das nehme ich mir. USVs, wahrscheinlich USVs, sind ferngezündete haftende Sprengvorrichtungen. Rüsten Sie eine USV oder USV im Waffenrad aus, halten Sie G gedrückt, um damit zu zielen. Und lassen Sie los, um sie zu werfen. Drücken Sie die Leertaste, um einen Wurf abzubrechen. Halten Sie Q, um die USV zu zünden. Und benutzen Sie USVs. USVs können Sie mit E wieder aufsammeln. Ja, wo sind die denn? Ah. Ich Noob, alles klar. Aber hier, ne, schön in your face. Nicht schlecht. Okay. Auf zur nächsten Mission. Wie bitte? Oha. Ah, wie geil die auch fliegen, ne? Ey, das ist richtig nice. Besser als bei Grand Theft Auto. Da wollen Irex Männer Bettberg umlegen. Das kann
Okay. Ich lege einen Hinterhalt und erledige die Kerle. Irak wird davon hören, Bad Bugs Ansehen steigt. Und dann gehört er mir. Ist verlassen. Die Überwachungskameras laufen sicher noch. Okay. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, wenn die Dinger hier aufgehen. Gleich gibt es bestimmt richtig Geballer. Alter, hier gibt's ja Schusswesten, kein gutes Zeichen. Überwachungsvideos. Irak hat die Vs in zwei Gruppen eingeteilt. Wir halten seinen Scheiß am Laufen und haben zwei Auswege. In die Kiste oder in den Knast. Aber sein engster Kreis da oben. Dieser Bäckermann. Die haben einen Fluchtplan. Die haben das Geld und die Geheimnisse. Und kümmern sich einen Scheiß darum, was mit uns passiert. Ich muss da irgendwie rein. Ah, das sind da Überwachungsvideos, ja, das... So muss er irgendwo hier sein. Ah. Pierce, hast dich gar nicht hochgejagt? Noch nicht. Ich will rauskriegen, wo die Jungs sich treffen, damit ich da ein paar Ostereier ablegen kann. Sprengfallen, geil. Okay, ich muss einen Hinterhalt. Reifenspuren. Da muss jemand regelmäßig parken. Okay. Und hier laufen dann die Deals. Mehr Reifenspuren. Die Autos kommen von beiden Seiten. Das wird lustig. Gibt's noch was? Jo. Ich hab noch Zeit. Ich habe ja noch one more. Ja, mehr habe ich nicht. Oder wurde die eine nicht irgendwie... Ah, okay. Einen guten Aussichtspunkt.
Oh Mann, ein Juggernaut sogar dabei. Ja! Mach dich bereit, Bad Bug muss gleich hier sein, Mann. Mann, der Boss will seinen Cousin umnieten. Was geht dich das an? Wenn Bad Bug sich wehrt, würde Irek das nicht machen. Na, dann sag das, Bad Bug. Vielleicht wehrt er sich gegen dich. Dann lebt Bee und dein Arsch ist tot. Ich wollte ja nur sagen, der Fettsack muss nicht sterben. Die ganze Crew ausschalten. Okay, das The fuck, Alter? Lol, ey. Aber wie hat er mich entdeckt? Oh Mann. Uncool. Ich habe noch Zeit. Ein Abi noch. Ah, ein zweiter Juggernaut. Mach dich bereit, Bad Bug muss gleich hier sein, Mann. Mann, der Boss will seinen Cousin umnieten. Was geht dich das an? Wenn Bad Bug sich wehrt, würde Irek das nicht machen. Na, dann sag das, Bad Bug. Vielleicht wehrt er sich gegen dich. Dann lebt Bee und dein Arsch ist tot. Ich wollte ja nur sagen, der Fettsack muss nicht sterben. Oh, oh mein Gott. Oh ne. Oh. Oh nein, ist das peinlich. Ah. Ah.
Fuck, ey. Ich hab noch Zeit. Also das war wirklich gigantisch. Ein paar neue Waffen austesten hier. Spannung steigt, aber das kennen wir ja schon mittlerweile. Haben wir ja schon zweimal gemacht. Oh, nee, ey. Mach dich bereit, Bad Bug. Richtig nubig. Mann, der Boss will seinen Cousin umnieten? Was geht dich das an? Wenn Bad Bug sich wehrt, würde Irek das nicht machen. Na, dann sag das, Bad Bug. Vielleicht wehrt er sich gegen dich. Dann lebt Bee und dein Arsch ist tot. Ich wollte ja nur sagen, der Fettsack muss nicht sterben. So, darf ich jetzt? Komm. Wo ist er? Die schießt. Boah, Tschüsslern. Und nu? Kann ich gehen? Ach so. Hallo? Deine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Da ist noch einer. Hey, was? Hey, steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Oh, der will abhauen. Der entkommt mir noch. Dann spricht er mit Irek. Und Bad Bug wäre so gut wie tot. Ja, Motorrad, yeah. Scheiße, oh ne. Oh nein, ich dachte, ich kann dazwischen. Beweg dich. Ah, oh, Mann, ey.
Niemand hat was gesehen. So, Mission ist noch nicht erledigt. Warte mal, muss man noch eben abgeben. Aber da war ein schönes, eine schöne Mission. Auf jeden Fall. Eine schöne Explosion auch mit den Bomben, also sah echt gut aus. Okay. Ein kleiner Abflug. Schöne Skyline. Echt schön gemacht. Schöne Innenstadt. Gibt es auch in einige Ghettos. Bedbug den Ruf, den er immer schon haben wollte. Jetzt muss ich... Ja, gut. Das war jetzt natürlich ein bisschen Epic Fail. Hey Mann, wir treffen uns hin. Dann erzähle ich's dir. Es nimmt ja gar kein Ende hier. Ganz, ganz geschmeidig bleiben. Okay, anrufen. Hallo? Warum hast du aufgelegt? Was soll das? Mann, wer bist du? Einer, der mitspielt. Ich habe einen Job für dich. Aber der ist nicht für Tyrone. Der ist für Bedbug. Ich melde mich. Was soll das? Komm schon, Mann! Alles klar, aber... Ja. Jemand ist hinter mir her. Pass auf! Alle sind tot! Du musst mich hier rausbringen! Du hast sie nicht alle, Mann. Hör dich mal an. Sie Gespenster. Nein, 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 wartet, wartet! Scheiße! Na, super Kollegen hast du da. Ja, sind drin. Und Irix am Teil. Nein, nein, lass das! Mach dir keine Sorgen um den, sorg dich um mich. Nein, es gibt schon nur noch Verrückte. Was willst du? Dass du für mich Augen und Ohren bist, in Rossi Fremont. Nein, niemals, Mann. Irak bringt mich um. Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein! Lösch den Scheiß! Bitte! Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge, tu ich's. Ich melde mich. Clever gemacht. Nein, und anscheinend vertraut der Club... Okay, Mission beendet und somit auch die Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein!